So, wenn im Hintergrund die Musik etwas laut sein sollte, entschuldigt das bitte. Ich habe zu dieser Stunde hier vor dem Haus im Moment die besten Lichtverhältnisse. Ich möchte euch ein Bilddokument nicht vorenthalten, das ich aber unkommentiert lassen möchte. Es geht hierbei darum, dass ich ja vor 1,5 Wochen im Norden Kameruns war und das ist ein stark muslimisch dominierter Teil, wo Filmaufnahmen nicht gestattet sind und wenn überhaupt nur unter sehr erschwerten Bedingungen. Das zum einen. Zum anderen war ich an einem Staudamm. Heute bin ich zurück von Garoua auf dem Weg nach Gaundere. Ich möchte den Stausee besuchen, der für die Stromversorgung von Kamerun verantwortlich ist. Dort ist alles bewacht und sollten irgendwelche Filmaufnahmen von diesem Staudamm oder der anliegenden Infrastruktur veröffentlicht werden ohne Genehmigung, dann kann ich dafür richtig Probleme bekommen. Das heißt, ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Filmaufnahmen überhaupt mache, ob und wann ich die Kamera auspacke und wie ich, ohne die Sprache zu sprechen, nur per Blickkontakt in der Lage bin, zu entscheiden, wann ich die Kamera drin lasse oder raushole. Ich habe dann an dem Tag, als ich mit dem Motorrad dort an dem See war, festgestellt, dass es sich hierbei um eine ganz besondere Herausforderung handelt. Denn dieser See war früher gar nicht da. Der wurde in den 70er Jahren gebaut oder angelegt. Aufgrund der Maßnahme, dass dieser Staudamm errichtet wurde, wurden also die Hirten dann später zu Kapitänen und Fischern. Das hat einen Strukturwandel mit sich gebracht, der dort besonders gut wahrzunehmen ist. Und ich möchte es dem Betrachter überlassen, die Situation für sich zu bewerten. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß für die nächsten 12 Minuten. Okay, merci. Okay, Start. Ja, du hast ja,
Thank you.
Ah, hi.